Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MotoGP 17. Das ist wieder eine kleine Nachbesprechung zum, ja, mehr oder weniger heutigen Grand Prix. Sonntag brauche ich wahrscheinlich gestern dann. Und ich darf den Slice begrüßen. Hallo. Hallihallo. Lang, lang ist her, oder? Ja, genau. Ihr kennt sie noch. Abonnent von mir und eigener Lokal- oder Lokalbesitzer, wollte ich schon sagen. Kanalbesitzer natürlich. Weiß nicht, ob er Lokal hat, weiß ich jetzt nicht, aber... ich glaube nicht. Nein. Boah, auf jeden Fall, das Rennen ist jetzt nur hier sekundär. Wir reden ein bisschen über den eigentlichen Grand Prix in Termas. Was man so, was uns halt so einfällt. Ich fahre hier mit Dani Pedrosa. Dazu werden wir aber das ein bisschen später dazu kommen. Ich versuche jetzt mal halbwegs die erste paar Kurven wenigstens hier in der Nähe von allen anderen zu bleiben. Ah, da fährt Dani Pedrosa selber auch noch mit. Okay, nice. Passt. KI Dani. Ja, weil ich fahre mal mit dem Motor immer so ganz grob nur an. Die Nummer 12 hat er gewonnen, glaube ich, ein Italiener, der sehr sympathisch, was ich gesehen habe. Aus der VR 46 war. Ah, doch, ja. Besecki. Ja, genau. Aspro. Optisch hat er irgendwie so ein bisschen wie der junge Rossi ausgeschaut, kommt man vor mir die Locken ein bisschen so, ja. Sympathisch, also ja. Mal schauen, wie er dann im Trockenen, ich weiß gar nicht, wie der, wie man nicht wissen, wie der im ersten Grand Prix abgeschnitten hat, oder? Das weiß ich nicht. Da haben wir zu wenig recherchiert hier, wir sind ja nicht eurer Sport. Na, auf jeden Fall der bisschen Überraschung Sieger. Ich konnte leider nicht so viel sehen, weil ich gleichzeitig auf Formel 1 geschaut habe. Das war auch sehr spannend, muss man sagen. Überraschenderweise wieder mal. Vettel mit den, wenn wir da ganz kurzen Satz drüber verlieren können auch. Weil, hast du das gesehen überhaupt? Formel 1? Ich hab mich nur auf MotoGP konzentriert. Okay. Na, auf jeden Fall Vettel ist dann mit den... Also Plan war bei Vettel zwei Stops, also glaube ich nach dem gelben dann noch einmal das absoluten weichsten Reifen super soft nochmal drauf haut. Ist dann aber, weil die beiden Mercedes auf weiß, also auf Medium, die härteste Mischung gegangen sind, hat er müssen draußen bleiben, sonst wäre er nach hinten gefallen von der Platzierung her, und ob er dann vorbeikommen wäre, ist eine andere Geschichte. Jetzt hat er es aber irgendwie noch über die letzte Runde geschafft, das Rennen doch zu gewinnen. Kimi leider mit einem Patzer bei der Boxencrew, das hat ihnen leider ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber das werde ich dann speziell in meinem Formel 1 Video vielleicht extra noch einmal ein bisschen dann vertiefen. Wir bleiben natürlich hier bei der MotoGP. Moto3 haben wir ein bisschen abgehakt, kann man sagen, oder? Ich bin da jetzt gar nicht mehr so im Laufen, wer da jetzt noch so dabei ist. Bei mir ist ja Moto2 unterwegs gewesen, der war da auch, ja, auch ganz gut dabei. Ja. Marquez wieder mit ein paar Ausrutschen oder leichten Verbremsern. Alex Marquez natürlich, genau. Dass wir gleich in die Moto2 abdriften jetzt vielleicht. Ja. Die habe ich ein bisschen mehr gesehen wie die Moto3. Rennsieger. War auch ein geiler. Ja. Hat Oliveira hat es glaube ich zweimal versucht, ist sogar vorbei und dann. In der quasi Marc Marquez Kurve hat er trotzdem die alle dann noch einmal überholt. Ja. Also in Oliveira noch einmal zurück überholt, Passini. Nach seinen Attacken. Sonst wäre er nämlich weg gewesen, ja. Waren zwar zweimal relativ harte Manöver, kann man sagen, aber ist nicht unfair, glaube ich. Im Vergleich nicht. Im Vergleich dann zum MotoGP, wenn ihr es gesehen habt, zu gewissen Leuten. Ich sage nur Zarco und Marquez. Opfer, war das relativ Espargaro, Pedrosa, Rossi. Ja, genau. Angeblich wollte er, da kommen wir später noch hin. Ja. Ansonsten Baldassari, der ja auch aus der... Ja, auch Rossi gut unterwegs gewesen, ja. War an und für ein gutes Rennen auch in der Moto2, genau. Stark unterwegs gewesen, genau, richtig. Der war dann im Endeffekt Dritter, oder? Ja, wieder vorgefahren, stimmt. War da nicht im Endeffekt ein Dritter, Baldassari mit der Nummer 7 im Pons Team jetzt? Ja. Fühlt sich da richtig wohl? Ah ne, Vierter, oder? Ich weiß. Oder Vierter? Ja, auf jeden Fall vorne dabei bei den Top 4, die was da. Ja, ich war ja auch noch dabei. Ja.
Genau. Ja, wie er, sehr stark im Dynavolt-Team. Sehr stark, sehr gut. Der war dann Zweiter, ja genau. Nach dem zweiten Zurücküberholmanöver von... Genau, jetzt mal auf die Bremspunkte konzentrieren hier. Von Pasini. Konnte sich er dann auf die 2, genau wie Ersch, und setzen. Und Oliveira dann doch noch auf der 3 geblieben. Und der Kollege mit der Nummer 7 beim Pons-Team, genau Vierter dann gewesen. Ja. Genau. Ja, also ich glaube, da werden wir noch mehr sehen. Da freue ich mich schon. Von allen Piloten dort natürlich. Ja, auf, wird ein spannendes Jahr. Wird sehr spannendes Jahr, auf jeden Fall, ja. Da freuen wir uns natürlich alle schon drauf. Und ansonsten kann man eigentlich zur MotoGP kommen, ne? Genau, und da freuen wir nämlich schon Zarco und ich hier mit Pedrosa. Das war gleich mal mehr oder weniger so das erste Mal über, obwohl wir müssen eigentlich zum Start einmal als erster hin, oder? Erstmal zum Start. Der Start war ja, also ja, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Aber, ja, willst du dazu gleich was sagen? Ja, klar. Also, im Endeffekt, die Ausgangsposition war die, dass alle Teams auf die Sighting-Lap gegangen sind mit Regenreifen. Genau. Bis auf Jack Miller, oder? Bis auf Jack Miller, der sich wirklich an die Slicks gehalten hat. Ja. Und dann auf einmal ein Chaos entstanden ist, keiner wusste mehr, was los ist. Weil die Slicks anscheinend auch wirklich die richtige Variante waren und ja, man kein Flag-to-Flag-Race ankündigen wollte, ja, den Start verschoben hat, alle ganz hektisch ihre Motorräder zurück in die Box geschoben haben. Mhm. Was in dem Sinne dann ein bisschen ohne Regelwerk passiert ist einfach. Ja. Weil die Dorner da meiner Meinung nach einen Fehler gemacht hat mit der Startverschiebung. Weil normalerweise wäre es so gewesen wie 2014. Mhm. Ja doch, 2014. Auf dem Sachsenring, wo dann Bradl und unter anderem auch noch andere Leute da noch am Start standen. Die sich entschieden haben, nicht zu wechseln. Alle anderen sind nach der Sighting Lab, beziehungsweise damals sogar nach der Warm-Up Lab, nochmal in die Box gefahren und haben sich dann für ein anderes Motorrad entschieden. Genau. Sind dann alle aus der Boxengasse gestartet. Das wäre dann in dem Fall, in diesem Fall jetzt auch besser gewesen, ja, weil dann wären viele andere nicht benachteiligt gewesen. Genau. Beziehungsweise hätte es gar nicht passieren dürfen, dass die Leute ihre Motorräder da von der Strecke überhaupt schieben dürfen, weil ja, zum Beispiel jetzt Mark VDS-Team, stimmt, hat sich nach der Sighting Lab entschieden, direkt in die Box zu kommen, Motorrad zu wechseln, was für sie dann quasi bedeutet hätte, in der Box, also von der Box aus zu starten. Aber sie hätten ihr Motorrad schon gewechselt, was ihnen einen Riesenvorteil gegenüber vielen anderen Top-Teams auch gegeben hätte, die dann alle ihr Motorrad noch gewechselt hätten haben müssen. Genau. Und Jack Miller natürlich, der von der Pole mit Slicks gestartet wäre, ja, das wäre phänomenal gewesen. Mhm. Ist nicht so gekommen. Im Endeffekt war es dann unfair, so, ja, stimmt. Ja, gewisse sehr Leute. Ja, ja. Also Miller wurde zwar noch ein bisschen so dadurch, ja, dass dann. Also im Endeffekt war es einfach so, dass die ganzen anderen Fahrer bis auf Miller in ihrer gewohnten Startformation nur ganz hinten im Startfeld standen. Ja, also dass Miller mit 3 Reihen Abstand vorne. Ja, genau. Aber das war jetzt nur kosmetischer Natur, dass sie es gemacht haben. Ja. Aber also doch ein Witz, ja. Aber war schon keine gute Entscheidung von der Dorner. Nein. Und auch ohne jegliche Regel, worauf sie sich zurückberufen konnten. Also das war einfach so entschieden. Ja. Das war nicht gut, ne? Frage ist, wer dafür verantwortlich war dann. Ja. Weil irgendjemand muss sich ja beschwert werden, weil Grund für den Race Delay war, dass es zu gefährlich wäre. Ja. Was ich weiß ich nicht, ob ich das nicht jetzt ganz so voll nehmen kann. Mhm. Ich meine, sie standen da mit Regenreifen und nicht mit Slicks. Ja. Genau. Ja. Die wollten einfach das Bild nur nicht haben, dass Miller alleine startet wahrscheinlich. Ja. Glaube ich. Ja gut, so 14 war das auch spektakulär. Ja, ja. Da war ich sogar live in der ersten Kurve. Geil. Aber gut, hat ja auch nicht lange gehalten damals mit Bradl. Damals ist er ja mit Regenreifen gestartet, ja, alle anderen sind dann ganz schnell auf Trocken-Setup geswitcht. Mhm. Und Trockenreifen vor allem. Und Bradl ist dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, 20. oder so geworden gefühlt. Konnte einfach nicht halten, auch wenn er am Anfang einen Abstand hatte. Aber ja,
dann ging es halt dann wirklich auch los. Dann ging es los, ja, genau. Dann kamen ja noch ganz viele andere schlimme Sachen. Für mich schlimm, ich saß hier und habe mich ganz schön hart aufgeregt. Mhm. Aber ja, dazu kannst du ja mal was sagen. Ja, so ziemlich das erste war mal, oder? Zarco, oder? Mit seinem Manöver gegen Petrosa, so ziemlich, ja. Ja, hin und wieder hat er so Aussetzer und weiß nicht. Sonst, der Rest war relativ gut und konstant von ihm, aber ja. Das Manöver will zu optimistisch rein, und zwar genau da, wo ich jetzt hinkomme. Nämlich genau hier beim Anbremsen. Vorletzte Kurve. Oh, wo wir gerade die beiden Suzuki-Piloten überholen und fast dasselbe machen mit mir, wie Zarco eben. Danke, Andrea Iannone, dass du das jetzt da uns gezeigt hast, wie das Manöver eigentlich ausgesehen hatte. Genau das hat nämlich auch Zarco gegen Pedrosa gemacht. Der ist dann ein bisschen raus ins Nasse gerutscht und dann abgestiegen. Das war also schmerzhaft, ja. Jack Miller zu dem Zeitpunkt noch einen leichten Vorsprung, glaube ich, sogar gehabt. Ja. Die anderen haben aber dann... Ach so, ja, und beim Start selber auch noch vergessen, da hat ja Marquez seine Maschine abgewürgt. Hat dann noch so einen kleinen Anschubversuch und hat Gott sei Dank zum Laufen bekommen. Hat dann noch so eine Ehrenrunde zurück quasi gedreht. In seine Startaufstellung wieder zurück. Hat dann aber für das eine Drive-Thru bekommen und hat müssen durch die Boxen quasi durchfahren. Also schnell war er mal, abgesehen von allen anderen. War er, glaube ich, schnellste, genau. Über eine Sekunde schneller. Ja. Also wäre alles halbwegs normal abgelaufen, hätte das Ding, glaube ich, gewonnen auf jeden Fall. Ja, hat jedes Training dominiert. Ja. Hat alles dominiert, bis aufs Qualifying, wo er einen Fehler gemacht hat. Ja. Hat dann aber bei der Aufholjagd ein paar Leute wieder in dieser berühmten Kurve da vorne, wo ich auch gleich wieder hinkomme. Wieder mit diesem berühmten Manöver innen einfach rein. Ein paar auf die Seite geschickt, vor allem einmal als erster den Kollegen Espargaro auf der Aprilia. Der aber zumindest nicht abgestiegen ist, ja. Aber dafür muss er deine Position zurückgeben. Übermotiviert, ja, genau. Wahnsinnig wieder gut gefahren und schnell, einige Leute wieder überholt. Und dann kam er zu Rossi. Und ja, ihr könnt es ahnen, wie es ausgegangen ist. Er hat ihn auch innen da ja unsanft wieder berührt, abgeräumt. Beide sind ein bisschen rausgerutscht, raus in die Wiese und ist dann sogar gestürzt. Und ist dann, glaube ich, außerhalb der Punkte gewesen. Auf jeden Fall mit den ganzen Sachen war er im Endeffekt sogar wieder auf P5, sogar Marquez. Fünfter oder Sechster, glaube ich, ist er im Endeffekt über die Ziellinie zumindest mal gefahren. Hat Vinales fein. Hat er auch noch bekommen, da sieht man, wie schnell er im Vergleich zu den Yamaha-Werkspiloten ist, also phänomenal. Okay, also nur auf dieser Strecke. Vom rein vom Speed her jetzt. Mal, ja, jetzt mal auf der Strecke, genau. Aber wir wissen ja, Yamaha und NAS verträgt sich momentan noch immer nicht so gut, seit dem vorigen Jahr. Also gar nicht irgendwie, aber Rossi ist ja, vorher war ja Rossi im Nassen eigentlich immer gut dabei eigentlich. Ja. Lorenzo hat seine eigenen Probleme gehabt im Nassen, auch heute wieder. Relativ. Wobei er das eigentlich in Ducati so ein bisschen abgeworfen hat, dieses Problem, aber ja, heute war es wieder da. Heute ja, war es nicht ganz so cool. Wer mich positiv überrascht hat, war Vinales. Wobei Jack Miller witzigerweise ja, auch auf Ducati ja gar nicht so schlecht ausgeschaut hat eigentlich, also das wundert mich, dass da komisch. Das war jetzt eher so ein Werksproblem, ja. was die beiden hatten, beziehungsweise Lorenzo dann halt nochmal extrem, was Regen betrifft. Mhm. Ja, aber Zarco Yamaha ist ja auch vorne dabei, also... Ja, also die Kundenteams, die Kundenteams haben halt ein fertiges Motorrad. Ja. Die haben die Informationen vom Wettbewerb. Ja, das in dem Fall hilft dann wieder. Viel mehr Informationen als ein Werk, die kommen quasi immer neu auf die Strecke. Ja. Auch mit der fertigen Honda? Nee. Achso. Stimmt, das hat er, ja, stimmt. Trotzdem ein Kunde quasi und irgendwo. Ja, klar, er ist ein Kundenteam, aber halt mit Werksmaterial, aber über die Honda, die hat einfach funktioniert, ja. Auf Thermos, muss man einfach sagen. Aber gut, Pedrosa abgeräumt, ja, Marquez über Probleme, ja, okay, das kann man jetzt nicht so. Ja, stimmt. Auf jeden Fall vorne mit dabei auch. Ja. One. Crutchlow. Ja, Crutchlow gewonnen, genau.
sehr gute Leistung von ihm. Rins auch sehr gut unterwegs gewesen. Ja. Der kommt so richtig gut rein jetzt in diesen Zug, glaube ich. Also da schaut Iannone jetzt auch ein bisschen durch die Röhre momentan gerade. Ne, was ich aber noch sagen wollte, war Vinales, der meiner Meinung nach ein starkes Rennen gefahren ist, von Anfang an deutlich stabiler, ist am Anfang zurückgefallen, hat gefangen, hat er kommt dann immer rein, aber ist super reingekommen ins Rennen und also was Titel betrifft, sind da immer noch die Chancen offen. Da muss sich Yamaha aber auch noch verbessern. Ja, auf jeden Fall, speziell im Ring. Ja. Ja, also da ist noch alles offen. Ich meine, Crutchlow ist jetzt WM-Leader und ich denke mal, wir sind uns beide einig, dass der es nicht am Ende sein wird. Nein, auf jeden Fall, keinen Fall. Aber ich glaube, Vinales war voraus, oder? Vor dem Crash. Ja. Die sind quasi zusammen rumgefahren. Die waren ziemlich... Ja, genau. Ja, aber um noch mal auf Marquez zurückzukommen. Für mich war es eher so ein vergleichsweise aggressives Manöver wie 2015, quasi andersrum, dass Rossi da in Sepang Marquez in einer ähnlichen Kurve genauso rausgedrängt hat und zum Sturz gebracht hat. Für mich sind das aber zwei verschiedene Paar Schuhe in dem Sinne, dass Marquez damals für mich schon unten durch war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aufgrund von der Aktion mit Lorenzo. Damals wollte es niemand aussprechen, heute ist, denke ich mal, für jeden klar, dass Marquez ein ganz ganz offensichtlicher Helfer von Lorenzo war gegen Rossi im Titelkampf und hat sich da ganz klar eingemischt und das nicht nur in Sepang oder in Valencia, sondern auch in Phillip Island und generell am Ende der Saison, als er keine Chancen mehr auf den Titel hatte. Und das ist schon ziemlich unsportlich und was er halt hier gemacht hat, war zwar anderer Natur als der Unsportlichkeit, weil er einfach diese Er war einfach so geladen, denke ich mal, dass er im Qualifying den Kram da verkackt hat, dann im Rennen diese Drive-Thru bekommen hat und alles kam da zusammen. Da wollte er durchs Feld preschen wie sonst was und dem war da egal, wem er da vor sich hatte und sonst was. Ja. Hat dann im Endeffekt genauso das ausgenommen, wie es hätte nicht kommen sollen, gerade auch gegen Rossi. Also es ist enttäuschend, dass er sich nicht unter Kontrolle hat, für mich. Ja. Für mich ist es enttäuschend, wie unsportlich dieser Mann schon oft ist. Ja, stimmt leider. Eieiei. Ich habe nur gehört auf Eurosport, dass dann... Ich glaube Marquez selber reingehen wollte, und sich bei den Rossi zu entschuldigen, aber da ist unser lieber Kollege Uccio, glaube ich, dazwischen gegangen und hat ihn nicht zu Rossi gelassen, angeblich. Also, ja, aber das ist kurz nach der Aktion, ist natürlich auch schwierig. Also, ja, sicher einerseits, ja, gut, wenn er gleich hingeht. Andererseits gefährlich auch von der Emotion her. Es ist die Frage, inwiefern das dann ernst gemeint ist oder das strafmildernd oder image-strafmildernd wirken soll, dass er quasi ihm die Hand reichen will und es dann wieder wie 2015 hingestellt wird, als ob Marquez das Opfer wäre. Und das ist halt immer so die Frage. Genau. Ob das so wirklich ehrliche Natur von Marquez war, diese Entschuldigung. Stimmt, das ist die Frage. Ich gehe kurz auf Einzelrennen und blend die Fahrer mal so ein, nebenbei. Marquez gerade. Ja, das ist die Frage. Ja, Tobi. Ja, ging nicht so ganz. Das Wochenende für ihn. Ich weiß nicht, wie die Rundenzeiten im Vergleich zu Jack Miller jetzt waren, das hätte mich auch irgendwie interessiert. Langsamer, okay. Eigenartig. Pedrosa wäre interessant gewesen, wie schneller gewesen wäre, den hätte ich gern gesehen. Ja, ich auch. Der Dani, der hat auch jedes Jahr irgendwie auch Pech, oder? Das ist... Ja. Ja. Aber gut, gegen Marquez hat das generell schwer. Ja klar, also es steht immer im Schatten und jetzt heißt ja schon Spekulation, dass Zarco ihn ersetzen wird und so. Wen? Pedrosa. Achso, ihr macht statt einen Ross. Achso, der hat ja verlängert. Ja, dann ist schwierig, ja. Dann müssten sie einen Maverick raushauen, aber das werden sie auch nicht machen. Nee. Pedrosa steht im Schatten von Marquez und wird vielleicht nächstes Jahr durch Zarco ersetzt. Ja, aber ich habe glaube Vinales eben, weil er bei Yamaha fährt, Vinales sage ich, Zarco.
dass er eher ins Werksteam irgendwie aufsteigt, aber dadurch jetzt Rossi verlängert hat, genau, ist schwierig. Und Vinales werden es nicht so einfach so rausschmeißen. Ja gut, also ist immer die Frage, inwiefern das so das Hinterteam von Werks-Yamaha ist, weil Monster Yamaha ist ja quasi ein Kundenteam, was sich nur das Material besorgt und sonst nicht viel mit Yamaha zu tun hat. Sieht man auch daran, dass sie sich jetzt quasi wie gestritten haben, kein Werksmaterial bekommen und deswegen auch nächstes Jahr KTM fahren. Also Monster KTM ist das dann. Okay, das habe ich gar nicht so im Radar, aber danke für die Info, ja, stimmt. Ja, gerne. Also Tech 3 KTM, ich weiß nicht, ob Monster dann der Sponsor bleibt. Ja, bei KTM dann schwierig, aber die haben ja wieder mit Red Bull Ding, aber ja gut, das müssen die dann untereinander managen. Ja, das aber wenn es sein muss, genau, dann klappt das auch mit Monster, bin ich mir sicher. wenn der Rubel stimmt, dann funktioniert das schon da auch irgendwie. Ja, das ist sicher interessant. Ja, aber KTM ist schwierig. Die haben jetzt auch, also am Ende der letzten Saison waren sie irgendwie relativ gut dabei. Jetzt haben sie mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Bradley, ja genau, Bradley ist ja auch gestürzt, glaube ich. Der ist irgendwann draufgefahren, oder hinten? Haben wir, glaube ich, im Replay gesehen. War das Bradley? Ich glaube. Achso, was du meinst, war in der Moto2. Ah, das war in der Moto2. Das war Brad Binder. Brad Binder, ja, genau. Wo dann bei einem der Auspuff bei Navarro, glaube ich. Ja, genau, weggestanden ist. Ah, ja. Auch in den ersten Runden. Bradley Smith, ja. Ja, KTM, Ja, schwierig. Honda wird es nichts geben, oder? Was sollen sie sonst machen? Pol Espargaro ist halt verletzt, ne? Im Moment. Oder ist noch zu stark verletzt, um da gute Leistung zu bringen. Stimmt, das auch, ja. Schwierig, ja. Wann geht's wirklich weiter? In zwei Wochen, oder? Nächste Woche ist wieder Formel 1 schon wieder und in zwei Wochen bist du wieder... 22. Wo fahren sie da jetzt? Ich hab's gar nicht so in Austin. Ja, genau, habe ich eh gesehen jetzt. Ja, stimmt. Austin. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn da keine Strafen mehr auf Marquez zukommen, dann hat die Dorna versagt. Ja, aber genau, 30 Sekunden hat er gekriegt, genau. Ja gut, wie viel aber war das dann? Ist jetzt für das Rennen, 18 oder so, ich weiß nicht. Ah, okay, auf jeden Fall. Wenigstens keine Punkte, ja. Ich meine, in Sepang, was so 15 passiert ist, hat Rossi für das Rennen da drauf von ganz hinten starten müssen. Und danach wurden, glaube ich, sogar noch die Bedingungen verschärft, was sowas betrifft. Also nach dieser 2015er Saison. Und deswegen, irgendwas wenn da nichts kommt, würde ich mir da auch erwarten, genau. Stimmt. Da bleiben wir mal ein bisschen raus sein, so nebenbei. Naja. Da gehen wir mal, springen wir mal da weiter. Hat Rossi nicht um wieder 2 Jahre verlängert? Kann das sein? Ja, oder? Genau. Aber schon in Katar, also schon vom ersten Jahr. Ja, stimmt. Das ist echt krass. Also 2 Jahre nach dem Jahr noch dazu, oder? Ja. Also bis 20, also 20 wird er dann auch noch fahren. Ja. Genau. Das ist krass. Ja, also ist geil, also ich find's geil, wenn er dabei ist, also das ist nicht. Speed hat er, war im Prinzip gleich schnell jetzt wie Vinales, also von dem her ist er noch top dabei und ich glaube, es kann auch durchaus auch schaffen noch die 2 Jahre, also wenn er sich jetzt nicht irgendwo verletzt oder so, das ist natürlich mit dem Alter dann auch nochmal schwieriger, das sollte er bei seiner Range ein bisschen aufpassen, dass er sich da nicht wieder irgendwo selber zerlegt. Nicht wieder ein Bein bricht wie letztes Jahr. Genau, ja. Ja, das ist noch auf jeden Fall sehr interessant. Und dann nächstes Jahr übernimmt er dann ja quasi diese Yamaha, oder? Das Team von Monster, oder? Deswegen müssen die ja zu KTM wechseln. Ja? Oder nicht? So? Ich glaube, deswegen müssen sie ja weg. Oder deswegen kriegen sie ja keinen Vertrag mehr, ich glaube. Okay, so genau habe ich das jetzt noch nicht gehört. Also so habe ich das nicht gehört. Oder habe ich das falsch verstanden? Wer wird dann die Yamahas bekommen, wenn die... Tech 3 quasi zwingend KTM ist es ja eh nicht. Ich meine, Suzuki hat keine Kundenteams, KTM bisher noch nicht, Aprilia auch noch nicht. Also das ist so eine Sache, wo ich, also ich habe keine Ahnung, das kann schon sein, dass er das macht, aber... Mir ist vorgekommen, ich habe das gehört. Für mich hat sich halt so angehört, als ob RW Porcheral keinen ordentlichen Vertrag da mit denen verhandeln konnte, beziehungsweise Yamaha nicht bereit war. Man dann gesagt hat, ja, wir kriegen Werksmaterial bei KTM, dann machen wir das. Okay. Und
Also so habe ich das verstanden. Da wollten die Yamaha selber nicht mehr gegen die Kundenteams schlecht ausschauen. Das kann halt auch aber, sein. Ja, gut, es ist aber trotzdem eine Yamaha vorne, also von dem her. Aber ja. Aber es ist trotzdem komisch. Immer peinlich, muss man schon sagen. Ja, schon, ja. Ich glaube trotzdem, das hat irgendwas mit Rossi zu tun. Da haben sie mal geredet drüber. Aber ja, gut, das kann schon dann, sein. Werden wir dann sehen, ja. Ich gehe dann hier unten nur weiter in der Liste, und zwar haben wir da Jorge Lorenzo, und der war auch wieder irgendwo im Niemandsland, oder? Der war ja ganz weit hinten wieder. Ja, Ducati schon, also mit der Ducati schon Probleme, und dann auch noch im Regen. Ah, keine gute Kombi für Lorenzo leider. So ein guter Fahrer auf der Yamaha. Ich habe zwar nicht gemocht vom Charakter her, aber so schade, so ein guter Fahrer eigentlich. Am richtigen Motorrad, sage ich jetzt mal. Und so wie es ausschaut, schwierig. Gut, also passt dann nicht wirklich auf die Ducati. Ja, leider von drauf. Dem Jahr, aber es ist halt immer noch der Anfang. Ich meine, man hat es in der Preseason gesehen, wie er da die Streckenrekorde um sich gehauen hat, in Sebang zum Beispiel. Mhm. Ich bin der Meinung, dass er noch Zeit braucht, aber bei ihm ist es halt immer die Frage mit seiner Mentalität, ob er diese Zeit durchhält, ohne die Motivation zu verlieren. Und ja, das ist schwierig. Wenn das nicht passiert, ist Lorenzo für mich in den nächsten paar Jahren, wenn er da, weil er ist ein Arbeitstier und er kann auf jeden Fall sich weiterentwickeln. Ich meine, er hat ja jetzt schon so viel dazugelernt mit der Ducati. Ja. Da ist halt die Frage, inwiefern das noch ausbaubar ist. Mhm. Also wenn Lorenzo vorne wieder mit dabei, wird noch einmal ein bisschen mehr Salz in die Suppe bringen. Also wäre geil, auf jeden Fall. Würde ich ihm trotzdem auch wünschen, irgendwo. Ja, ich auch. Weil er ist ja mehr so vom Fahrstil, mehr so ein feinerer Fahrer, oder? So ein ja, schöne sehr, Linie, sehr ruhig. Genau, ja, sehr genau, ja. Nicht spektakulär jetzt, aber schnell. Weich, genau. Frühes Anbremsen, dann schnell durch die Kurve. Deswegen verstehe ich es eben nicht, warum es im Regen da nicht funktioniert, wenn er eher den Fahrstil hat eigentlich. Also das würde eigentlich im Regen, würde ich jetzt so mal spontan sagen, eher zusprechen. Also die Fahrweise von Marquez jetzt irgendwo. Ja, es ist halt, aber ich muss mal sagen, ja, es ist schwer als Laie zu sagen, inwiefern dann sich die Bedingungen wirklich als Motorradfahrer unter so Bedingungen mit einem MotoGP Motorrad verändern. Ich denke mal, das hat nicht mehr viel mit weichem Fahren oder so zu tun, sondern mit Gefühl fürs Vorderrad aufbauen, um da ans Limit zu gehen, brauchst du halt auch ganz viel Feingefühl und Vertrauen, und ja, das hat er dann halt nicht. Ja, bin gespannt, wie es da weitergeht mit Lorenzo. Könnte noch interessant werden. Ja. Vielleicht kriegt er noch dieses Jahr die Kurve, aber unter Ducati sind eben auch schon andere verzweifelt. Aber gut, das ist jetzt eine andere Ducati als wie das ist noch vor ein paar Jahren. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Man sieht ja auch bei den Kundenteams, dass da einige doch jetzt mehr und besser zurechtkommen. Also von dem her. Jo, schauen wir mal. Dovi haben wir da schon gehabt, heute auch nicht ganz so bei der Musik. Ein paar Punkte wenigstens mitgenommen. Ich nicht Grudge-Leute sogar, wem führender ist, rein fürs Bier. Ja. Genau. Grudge-Leute auch wieder mitbekommen. Ja. Gar nicht, wer dritter ist. Geniales, glaube ich. Das könnte möglich sein. Ist jetzt noch relativ unaussagekräftig. Ja, genau. Das wird sich dann noch in den nächsten Grand Prix dann ein bisschen rauskristallisieren. Marquez wird definitiv zurückschlagen. Da bin ich mir sicher. Ja. Der ist immer bei der Musik. So, dann schauen wir da weiter. Ja, und die Ducati natürlich im Trockenen, in Termas, glaube ich, auch wieder mit dabei, glaube ich. Das ist immer schwer zu sagen. Wenn es vielleicht gar nicht reinkommen wieder, ins Wochenende ist immer schwierig, gell? Das ist ja. Aber schau mal, das kann alles passieren. Aber Marquez ist immer irgendwie gefühlt immer bei der Musik, egal welche Strecke, welches Wetter, der ist immer irgendwie dabei. Bei 20 Rennen, bei 19 hat er es einfach drauf irgendwie so. Vom Speed Rennen, vom Speed her. Also fahren kann er, das ist klar, unbestritten. So, bei dem ist halt auch immer pures Vertrauen, egal was er macht. Ich meine,
bei ihm ist halt auch so, er ist noch nicht so auf die Nase geflogen, wie man es bei ihm eigentlich nur erwartet, was er halt immer für Limits da rausfindet. Und solange das nicht passiert, denke ich mal, ist er immer vorne dabei. Ja, da hat er im Misano damals eh das Riesenglück gehabt, hat aber nicht anscheinend daraus gelernt, anscheinend. Wo er da die gerade links einmal abgestiegen ist. Mugello meinst du? Mugello, sorry. Ja, Mugello, bei 330 km. Ja, genau. Boah, das war heftig. Puh, Riesenglück auch. Ja. Jack Miller da im vorigen Jahr, glaube ich, in Le Mans, wo er da mal abgestiegen ist. Boah, da dieses Salto, dieses Salten, puh, der kann auch ganz böse ausgehen, dieses Salto. Halleluja. Hat er damals, glaube ich, nur gehabt. Ja, ja. Da sind wir hier bei Iannone und Rins. Ja, Iannone war am Anfang doch, glaube ich, ein bisschen dabei, oder so? Iannone, genau. War da eh und ist er dann ein bisschen zurückgefallen, glaube ich. Ja. Ja, kommt hin. Der mit so zugekommen, da auch nicht ganz so zurecht. Nicht wie bei der Ducati. Wenn er jetzt nicht, der Werksteam hat er keine Chance, der soll sich wieder auf irgendeine Ducati setzen, glaube ich. Aber bei dem ist auch ein bisschen so mit der Motivation und so, glaube ich, die Einstellung ist nicht immer ganz so, weiß nicht, kommt mir zumindest so von außen so vor, dass es immer nicht so hundertprozentig hinhaut. Also halbherzig, ne? Ja, hin und wieder, stimmt, ja. Das ist ganz, ganz komisch. Und damals die Manöver immer gegen Dovi auch, in dieser Kurve, auch, die hat es in sich, wo er nochmal abgeräumt hat. Ja, schwierig. Und auch Lorenzo hat er da in Barcelona abgeschossen, ja, so Aktionen, das ist halt... Ja, einfach stumpf aufs Heck gefahren, das war... Ja, genau, ja. Bisschen Blackout gehabt wahrscheinlich, weil so ein... Wenn das Motorrad passt, hat er einen guten Grundspeed, glaube ich, also der ist schon gut dabei. Hat er in Tobi auch ein paar Mal gebügelt. Aber gut. Dann Alex Rins, haben wir schon gesagt heute, Top-Leistung, der kommt gerade richtig rein in die Suzuki. Den Sprung wünschen wir uns auch, oder... Ja, für die WM natürlich für Lorenzo, dass er mit der Ducati da ein bisschen besser zurechtkommt. Ja. Karl Crutchlow, der alte Fuchs, immer wieder für den Sturz gut, aber hier so bei Regen und Mischverhältnissen ist er der Man bitte. Von der Isle of Man, oder? War das Spiel, was ich gerade spiele auch? Da wohnt er, ja. Da wohnt er, ja. Also da hat er mit nassen Bedingungen, in welcher Form auch immer, kennt er sich da natürlich sehr gut aus. Das ist so, ja. Immer wieder gut dabei. Ich habe gehört, dass Lucio Ceccanello da irgendwie sogar umgekippt ist nach ja, das habe ich sogar gesehen. Achso, nein, ich habe so gehört. Ich habe gedacht, er wäre gestolpert, aber er ist halt echt umgekippt. Kurzes Blackout, ja. Aber geil. So nach hinten, das war echt cool. Ja, okay. Ja, dann haben wir hier Johann Zarco. Es ist nur die Frage, ob er mit der Honda auch so gut zurechtkommt wie hier mit dieser Yamaha. Ja, das ist... Aber das mal grundsätzlich das Duell gegen Marquez wäre durchaus ganz nett. Wobei ich eher glaube... Ja, auf jeden Fall. Also, aber wenn jetzt... ist es so interessant, ob es wie bei der Formel 1 ist, dass die da mitreden können vielleicht. Weil der Marquez würde sich eher so einen eher schwächeren Teamkollegen wahrscheinlich wünschen, nehme ich mal an. Als wie einen, der ihm da ein bisschen zusetzt. So wie, weiß nicht, Hamilton, der wünscht sich auch lieber in Bottas als wie in... Dass jetzt Vettel oder Alonso oder sonst einen kommt, bekommt, der auch so stark ist. Also ich würde nicht sagen, dass sie direkt mitreden können, aber vor 2 Jahren oder vor einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, hieß es, dass Marquez verweigert hätte, dass Stoner für Honda Testfahrt fährt. Ja, genau, weil er genau weiß, dass der stark ist. Gedroht und so, also, Nicht ohne. Ja. Da hat er ein bisschen Angst gehabt, ja. Ja, Johann Zarco, da werden wir noch einiges in dieser Saison und auch in den nächsten, glaube ich, noch sehen. Also, sympathisches Kerlchen, bis ein paar komische Ansätze bei Überholmanövern und Aktionen, die er hin und wieder doch an den Tag legt. Sonst, cooler Typ. Und schnell vor allem. Ja, und, dann, und dann kommen wir hier leider zu Jonas Folger. Also ist ein anderes Thema. Ja, leider krankheitsbedingt absagen musste die Saison. Das ist natürlich extrem bitter für uns und für ihn selber natürlich auch, wenn er jetzt ein komplettes Jahr mal mindestens wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich aussetzen muss und dann jetzt diese Saison wäre sehr interessant geworden.
voriges Jahr schon so viel Pech da gehabt. So eine starke Leistung im Sachsenring und dann danach ging es irgendwie ein bisschen bergab. Ja. Mit ja gut, Sachen, krankheitsbedingt. Ja, krankheitsbedingt. Jetzt viel. Extremes Pech leider. Ja, es muss einfach alles passen, es ist so. So hat es klingt. Weiß man irgendwas, ob es dieses Jahr noch irgendwie comeback-mäßig geben könnte oder definitiv erst frühestens im nächsten Jahr vielleicht? Ich weiß nichts, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube erst nächstes Jahr. Ich hoffe zumindest, dass er da irgendwie im nächsten Jahr auf jeden Fall fahren kann irgendwo. Ja. Aber dann wieder Potenzial hat er. Sicher mal das eine Jahr mindestens wieder brauchen, dass er mal halbwegs wieder reinkommt, glaube ich. Ja. Sieht man auch oft bei Leuten, die dann eine Pause machen und wieder gekommen sind. Auch Schumacher damals. Ja, ist dann aber nicht mehr ganz so reinkommen, glaube ich. Aber wenn man mal weg ist, das dauert dann wirklich wieder lange, dass man wirklich dann wieder am Top-Niveau bei den letzten Zehnteln die wieder rauskitzeln kann, dass man da vorne dabei ist. Wünschen wir ihm auf jeden Fall alles Gute und das Beste, dass er wieder zurückkommen kann. Das wäre natürlich super. Jo, wir haben hier natürlich die Fahrer vom vorigen Jahr und nicht die aktuellen leider hier. Aber Aleix Espargaró ist noch am Start. Da haben wir gesagt, er ist ein bisschen verletzt, oder? Ah, nein, das war Pol auf der KTM, genau. Aleix wurde ja war auch ein Opfer aber, von Marquez. Ja, war aber eher dann hinten auch unterwegs, das also auch nicht ja, ganz. Ja, der war von Anfang an nicht wirklich top dabei mit der Aprilia. Mhm. Da hat man sich auch mehr erhofft bei Aprilia. Ja, stimmt. Dann habe ich hier Sam Lowes, aber ist natürlich durch Redding ersetzt. Redding, genau. Auch schwach. Ist also auch nicht berühmt. Aprilia unterwegs, generell, ich glaube, die haben in der Entwicklung haben die sich sehr viel erhofft. Und als Katar dann da war, stark enttäuscht. Die Ernüchterung, ja, die schwieriger. Geht's auch nicht so richtig voran. Ja. Dann haben wir hier Petrucci, der hat natürlich jetzt, ja, von dem bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Der hat immer so starke Phasen und dann ist er wieder ein bisschen weg vom Fenster. Aber jetzt vor allem im Vergleich zu Jack Miller, gut, okay, witterungsbedingt das Ganze. Mal schauen, wie es dann jetzt weitergeht, wenn es wieder normale Bedingungen hat. Aber momentan ist er auch eher hinten unterwegs. Scott Redding hat man da schon. Ja, Bautista fährt eigentlich noch. Den habe ich heute gesehen, glaube ich. Der fährt noch. Genau, im selben Team. Den habe ich überhaupt nicht im Radar gehabt. Im Radar. Karin Abraham. Er ist mit fetten Winglets gefahren. Ja, genau. Ah, das wollte ich zu Lorenzo noch sagen. Der hat auch irgendwie, glaube ich, am Anfang der Saison irgendwie getestet oder bei den Testfahrten mit den Winglets. Dann hat er es einmal, glaube ich, abmontiert und probiert ohne zu fahren. Weil Tobi fährt er, glaube ich, ohne. Ne? Ja. Und jetzt hat er es aber wieder doch drauf gegeben. Haben Sie mir das auf Eurosport, glaube ich, gesagt, wenn ich das gehört habe, zufällig auch? Also ich habe es zumindest nicht gesehen bei ihm. Bringt nicht wirklich viel, okay. Nee, ich habe es ja auch nicht gesehen bei ihm, also ich glaube, er hat gar keine dran. Ah, dann hat es noch immer nicht drauf gehabt, aber angeblich will das wieder drauf montieren. Ja, wäre vielleicht vorteilhaft aber, damit. Ist eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ja, besser als ohne, ja. Aber Dovi irgendwie wieder ohne besser, also das ist eh. Ja gut, je nachdem. Ah, es ist so eine Gefühlssache, jeder ist woanders, dann sieht da drin Vorteile für sich. Ja. Und das kommt auch da auf den Fahrstil, denke ich mal, an. Dann. So, und da hinten Hector Barbera, Loris Bass, die sind ja alle nicht mehr Barbera ist ja abgestiegen. Genau. In Moto2. Hector Barbera auch? Ja. Den habe ich gar nicht gesehen. Barbera ist in Moto2 abgestiegen. Okay, muss ich mal die Ergebnisse da mal durchschauen. Loris Bass, keine Ahnung wo der ist, Superbike? Ja, soweit ich weiß, Superbike. Fahren die überhaupt schon? Ich hab gar nicht geschaut. Wann geht's denn da los? Die schauen wir auch immer gerne an eigentlich. Die sind schon. Fahren zweimal, glaube ich. Ach du Scheiße, das habe ich komplett verpeilt. Und jetzt sag nicht, dass zweimal wieder Ray gewonnen hat auf der Kawasaki, weil damit's fahrt. Ich hab's nicht gesehen. Also okay. ich glaube sogar einfach nur, dass ich schon zweimal gefahren bin. Dann muss ich mir gleich vielleicht irgendwie die Rennen jetzt nochmal anschauen. Oder ich meine, die Highlights. Cortese ist ja auch Superbike jetzt, ne? Habe ich was gehört, ja. Ja, aber das habe ich weiß. Irgendwie komplett verschlafen, den Start, wenn es da wirklich schon losgegangen ist. Ach, Bernie, das war schlecht. Okay. Ja, KTM habe ich gesagt, die sind schlecht reingestartet in die Saison leider. Ja. Dann haben wir hier Jack Miller, da noch auf der Honda, aber ja, haben wir gesehen heute, sehr gut. Dito Rabat ist ja, glaube ich, auf einer Ducati unterwegs jetzt, oder? Der deutlich besser mittlerweile. Deutlich besser, oder? Ja.
Was sind wir hier auch schon durch? Hafritz Seyrin, glaube ich, haben wir da gehabt. War auch nicht so schlecht, glaube ich. Schlecht, ne? Dass also da relativ frisch und spontan war. Vor allem als letzter gestartet ist. Ja. War da gut dabei, ja. Gut, dann würde ich sagen, werden wir schön langsam, aber sicher heute mal zum Ende kommen. War jetzt wieder nicht lang. War wieder. Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht. Aber wir werden schon fast die Stunde fast schon ankratzen, glaube ich. Oder eine Dreiviertelstunde mal auf jeden Fall. Ja, das kommt hin. Aber hat wieder Spaß gemacht. Ja, war wieder lustig. Zu plaudern. Und das werden wir sicher spätestens in 2 Wochen wieder machen. Ja, auf jeden Fall. Dann vielleicht auch mit Aufnahme von mir. Im Moment. Okay. Internettechnisch immer noch nicht. Okay, du kommst aber wieder auf deinem Kanal für alle Info, die es interessiert. Stimmt, für alle die Info, dass das Internet bei mir bald besser wird und dann geht's auch wieder los. Gibt's auch wieder bei dir Videos und Rennen. Also spätestens bei MotoGP 18 bist du wieder am Start, nehme ich an, oder? Im Juni dann, ja. Das auf jeden Fall. Sehr gut. Joa, Texas. Genau, das werde ich jetzt am Montag bringen. Und für alle nächsten Rennen, je nachdem wie ich dann arbeite, weil falls ich gerade am Sonntag dann Nachtdienst habe, ist natürlich schwierig zum Aufnehmen, aber wir werden es dann spätestens, vorausgesetzt du hast dann am Montag immer Zeit, falls ich gerade am Sonntag Nachtdienst hätte, wird es dann am Dienstag das Video geben. Sagen wir einfach mal, im schlimmsten Fall einfach die Woche drauf, genau. Wie sich's ausgeht. Ja, super. Dann sage ich danke fürs dabei sein und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Ja. Ja, immer wieder gerne. Kein Thema. Und ja, aber ich mache jetzt nicht Marquez. Das könnten wir auch noch einführen. So ganz spontan jetzt eingefallen von mir, so ein Driver of the Day, so von uns persönlich gewählt oder ausgesucht. Das könnte man machen, das ist eine coole Idee. Irgendwie so. Ich habe jetzt zwar gerade, das weiß ich nicht, wen ich nehme, aber ich überlege mal kurz, ich gehe mal kurz da unten durch. Ja, muss ich auch mal kurz überlegen. Wen könnte man dann nehmen? Vielleicht nehmen wir sogar den gleichen. Warte mal, ich habe da schon mal einen. Oh Gott, der ist schwer jetzt. 2, 3. Ah, der fällt aus wegen einer Aktion. Zarco. Ja, richtig. Ja, ich habe für einen entschieden. Ich werde es auch gleich begründen, warum. Okay. Soll ich sagen oder sagst du es erster? Sag du ruhig. Ich sag Jack Miller. Aufgrund der ganzen Aktionen, aufgrund des Top-Qualifyings, was er wirklich super gefahren ist. Und die Aktion vor dem Start, wo er als einziger die richtige Entscheidung getroffen hat. Plus die echt gute Fahrt auch. Zwar nur Vierter geworden, aber insgesamt die Leistung für mich Driver of the Weekend, sagen wir mal so. Okay, da kann ich dir absolut nur beistimmen, beiziehen, was weiß ich. Mhm. Also bin ich genau der gleichen Meinung. Das war ein insanes Wochenende von dem. Mhm. Und auf jeden Fall Driver of the Day für mich. Und da muss man hinten nur vielleicht Platz 2 und 3 sagen. Vielleicht. Ja, Rins auf jeden Rins Fall. Genau, Rins, Quatschler und auch Zarco, gute Leistungen vorne. Keine Frage. Ja. Wunderbar. Dann bleiben wir hier beim Fahrer of the Day. Und ja, das war's für heute. Ich sage danke fürs Einschalten. Danke an den Slice. War wieder gerne. Und ja, wir werden uns circa in 2 Wochen wieder hören und sehen, wenn ihr das auch wollt. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und ihr könnt euch ja unten in den Kommentaren vielleicht ein bisschen an der Diskussion beteiligen, wenn ihr wollt. Habt ihr selber ein paar Vorschläge für den Fahrer des Tages oder des Wochenendes, dann schreibt es unten rein. Ansonsten, ja. Danke fürs Einschalten, bis in 2 Wochen. Danke Slice. Das war's. Ciao, ciao. Tschüss.